Kochen. Moselromantik. Ferienland Cochem, die Mosel erleben. Eine traumhafte Landschaft. Tolle Altstadt. Weinprobe. Und viele Möglichkeiten, es sich gut gehen zu lassen. Auf dem Burgberg mitten in der Stadt thront majestätisch die Reichsburg Cochem. Sie wurde um 1000 erbaut, 1689 zerstört und 1874 bis 1877 wieder errichtet. Machen Sie eine Schifffahrt auf der Mosel. Eine Schifffahrt auf der Mosel haben schon die alten Römer genossen. Es gibt viel zu sehen in Cochem. Deshalb sollte man jeden Tag zu Fuß eine andere Runde drehen. So wird Cochem zum Erlebnis. Das Hotel Germania ist eines der traditionsreichsten Hotels in Cochem. Das Hotel gibt es seit 1749. Hier muss man etwas trinken. Probieren Sie mal die heiße Waffel mit Sahne, Eis und rotem Bergpfirsichmus. Eine Zierde für die Stadt sind auch das 1739 im Barockstil erbaute Rathaus, der Marktplatz mit Martinsbrunnen und die alten, mit Moselschiefer gedeckten Fachwerkgiebelhäuser in den engen bergigen Gassen. Vom Marktplatz aus führen alte, winkelige Steintreppen hinauf zum Klosterberg. Ein Tipp noch zum Schluss. Unbedingt das Kloster Ebernach in Cochemseel besuchen. Mit Rundgang, Streichelzoo und Weinprobe. Unbedingt den Klosterwein probieren. Ein Muss.